Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Mario Kart 8 für die Nintendo Wii U, heute mit Larry. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was ich als Kart nehmen soll. Nehmen wir einfach das mal. Und heute im Panzer Cup 200 CCM. Was mache ich denn hier? Das nervt. Okay, alles gut. Beginnen tut dieser Cup mit der Wikumu-Weide. Da habe ich jetzt schon Lust drauf. Mal sehen, wie sich dieses Gefährt steuern lässt. Bin gespannt. Ja, also für mich driftet's ganz gut. Nur die Geschwindigkeit, ne? Habe ich euch das hier oben eigentlich schon gezeigt? Hole ich jetzt noch, wenn nicht. Finde ich ganz cool gemacht, wie man das hier erweitert hat, aber viel ändern tut's natürlich nicht. Und in Mario Kart Wii werde ich mich immer positiv und auch negativ erinnern. Let's Played habe ich es ja für euch. Auch für mich. Für mich mein Lieblings-Mario Kart. Sagte ich ja schon in dem Spiel. Auf Platz 2 ist ja dann Mario Kart 8. Nein, Mario Kart 7. Auf Platz 3 ist dann... Mario Kart Super Circuit? Finde ich nämlich auch echt cool, das Spiel. Mal sehen, wann mir das Let's Playen ist. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal in dem Let's Play vielleicht sogar gesagt. Dort vorne ist der letzte übrigens. Es gab ja ein Mario Kart Super Circuit Let's Play. Nur hochgeladen ist es nicht. Also nicht veröffentlicht. Zwei Parts hatte ich aufgenommen. Und warum ist es nicht veröffentlicht? Ganz einfach, mein Spiel war verbuggt. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Abfilm-Let's Play ab der zweiten Hälfte. Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. GBA Marios Piste. Aber ich bin auch echt froh, wenn dieses Spiel endlich vorbei ist. Hat zwar immer Spaß gemacht, aber es ist halt so lang, das Let's Play. Dafür sind die Parts zwar kurz, aber naja. Mich stört das trotzdem. Ach komm schon! Bitte? Dankeschön. So, hier sind wir wenigstens wieder auf dem dritten. Na gut, das war's dann mit meinem dritten. Ach, ich hab mein Item hier. Okay. Hör auf, Drecksack. Okay, jetzt kann ich euch aber mal diesen einen Weg zeigen, der hier hinten. Den habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt, das weiß ich. Alter, wie soll man das denn machen? Den habe ich selber noch nie benutzt. Naja, merkt man wahrscheinlich. Okay, brauche ich nicht. Wirf den Scheiß weg. Ich hab nur eine Münze, egal. Okay, komm. Ach komm schon. Na gut. Passt schon. So, weiter geht es mit DS Cheap Cheap Strand.
Stimmt, ich könnte auch noch New Super Luigi U Let's Play. Ist dann nochmal ein Wii U-Spiel für euch, aber das ist ja egal. Die Wii U-Spiele sind ja toll. New Super Luigi U. Naja, nee, New Super Mario Bros. U ist ja auch, dachte ich, etwas länger her, aber so lange her ist es noch nicht. Obwohl. Das kam. Das hier kommt im Februar 2022. Scheiße. Und New Super Mario Bros. U kam irgendwann. Also der letzte Part kam, glaube ich, am 11. Dezember 2021. Bin mir aber nicht sicher. Da besteht jetzt fast 2 Monate dazwischen. Naja. Vielleicht. Mal gucken. Ich muss ja sagen, New Super Luigi U ist ja auch toll. Ach, scheiße. Vielleicht versuche ich mich auch bald mal an einem Zelda-Spiel. Aber keine Ahnung. Ich habe halt Angst davor, Zelda-Spiele zu Let's Playen. Weil ich in Zelda-Spielen halt übel scheiße bin. Aber mal gucken. Wie kam ich jetzt überhaupt wieder auf dieses scheiß Let's Play-Thema? Keine Ahnung, ist auch egal. Wir sind auf jeden Fall hier mal wieder Erster. Und das mit Leichtigkeit. Der Part geht bisher nur 7 Minuten. Und jetzt kommen wir schon in die letzte Strecke. N64, Toads Autobahn müsste es sein. Genau. Gut. Starten wir. Ich frage mich aber, wie es meinem Kanal in der Zukunft geht. Also wenn dieses Let's Play draußen ist. Also wie viele Abonnenten ich dann habe und so. Oder bei TikTok. Weil ich muss echt sagen, wir machen beide Plattformen immer nach Spaß. TikTok ist ja immer aktuell, aber das hier ist ja alles vorproduziert. Und ich weiß halt nicht, wie das unbedingt ankommt. Deswegen frage ich mich, wie es mein Kanal dann in der Zukunft geht mit den vorproduzierten Let's Plays. Aber ich denke, dass das nicht so ein großes Problem ist. Fragen kann ich ja gerne in den Kommentaren immer beantworten. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie eh immer stellen. Ich fahr gerade ein bisschen scheiße irgendwie. Ja, na klar. Wenigstens kriege ich den Starry nicht ab. Hey, wo ist denn jetzt der Erste? Der wurde doch gerade getroffen. Achso. Ich möchte jetzt hier nicht meine 3 Sterne versauen. So schwer ist die Strecke nicht. Okay, komm, schneller. Yoshi ist Erster. Du machst das jetzt nicht, oder? Da vorne ist er. Ich sehe einen Punkt. Okay, ich bin Erster. Ach du Scheiße! Nein, geh weg! Ob ich das noch geschafft habe? Ich bin eigentlich unnormal scheiße gefahren, aber egal. Wieder mal 60 Punkte. Das wird sich zwar bald ändern, aber naja. War aber auf jeden Fall wieder toll, mit euch im Part gemacht zu haben, sage ich jetzt mal. Hat mir auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ich bedanke mich fürs Zusehen dieses Parts von Mario Kart 8 Wii U. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.